Herzlich willkommen zu einem Gespräch zum Thema, wenn das rauskommt, verliere ich alles. Der Wunsch danach, dieses Thema weiter zu vertiefen, ist entstanden eigentlich aus meinem letzten Newsletter zum Thema Geheimnis, das perfekte Geheimnis. Ich hatte geschrieben von dem Kinofilm und dann gab es auch noch ein Webinar. Und daraufhin haben Renata und ich festgestellt, das ist ein riesiges, spannendes Thema und wir haben schon ganz schön viel Erfahrung auch dazu gesammelt und hatten Lust, voneinander das zu erfahren, was wir denn darüber schon wissen und haben uns dann überlegt, Mensch, das machen wir als kleines Interview, als kleines Gespräch miteinander. Ihr kennt uns ja beide, Renata und ich haben immer mal wieder was zusammen gemacht, weil wir finden, wir ergänzen uns so großartig und unsere Gespräche miteinander finden normalerweise nicht vor laufender Kamera statt. Und da wir festgestellt haben, wie wunderbar und bereichernd die sind, haben wir uns entschieden, wir machen das mal mit Kamera an. So, Renata, einmal dir das Wort. Stell dich kurz vor und hallo und herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Wir sind auch noch auf die Idee gekommen, das zu machen, weil du hattest von diesem Geheimnis gesprochen und meine Angebote heißen ja, sprich deine Wahrheit. Genau. Und ich war vor kurzem zweimal einen Tag lang in einer Ausstellung hier in der Schweiz, die heißt Die ganze Wahrheit, Fake News, die ganze Wahrheit. Und da hat ein Museum das dargestellt, sehr interaktiv, als Amt für die ganze Wahrheit. Und da werden alle möglichen Aspekte von Wahrheit beleuchtet. Und ich bin da reingekommen und ich bin ja so eine, ich finde, wow, also Wahrheit ist wichtig. Transparenz, also Wahrheit auch ausdrücken, ist wichtig. Und als ich nach 4 Stunden mit meinem Mann da rausgekommen bin, haben wir gesagt, tja, also sehr interessant, nicht? Wo ist da eigentlich die Grenze? Genau. Und ich habe mir einen Knopf mitgenommen. Ich erzähle noch diese kleine Geschichte, dann starten wir. Ich habe mir einen kleinen Knopf mitgenommen, da heißt es drauf, I love to lie. Und ich finde das so frech. Und dann habe ich das angezogen, so, und bin da wirklich mal damit rumgegangen. Auch im Kurs hatte ich das mal an, so, I love to lie. Und das war so interessant zu sehen, einerseits die Irritation der Leute, die das gesehen haben, so, aha, so eine bist du. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, jetzt schaue ich mal, wie das ist, wenn ich mir erlaube, zu denken, ich könnte lügen. Und das war so interessant. Das war total entspannend, einen Moment lang. Mhm. Und ich habe gedacht, ach super, da kann man alles erzählen. Ja. Man muss nicht sorgsam darauf achten, was ich jetzt an Wahrheit erzähle, die ja immer meine Wahrheit ist. Mhm. Und das war so, das ist zusammengekommen. Und dann haben wir gedacht, ach, lass uns mal hier diese Grenze ausloten. Genau, denn das ist was, ich bin ja auch so ein Wahrheitsjunkie oder so jemand. Ich denke, ja, es ist so zerstörerisch. Ich erlebe auch die zerstörerische Kraft von Lügen und Geheimnissen, Familiengeheimnisse, die ganze Systeme crashen können, weil sich das weitervererbt, weil zum Beispiel in meiner Beratung sitzen dann Menschen, die wissen nicht, wer ihre Eltern sind, weil es plötzlich aufflog, dass es nicht der richtige Vater ist, von dem sie immer dachten. Und das ist so identitätsverunsichernd und so zerstörerisch für die menschliche Identität, dass ich immer denke, wow, bloß nicht Geheimnisse haben, bloß nichts verstecken, sondern möglichst so Wahrheit, so kraftvoll, so klar wie möglich nach außen gehen. Dennoch weiß ich auch darum, dass wir ja alle lügen, immer wieder. Ich glaube, wird behauptet, dass man 200 Mal am Tag. Bis 200 Mal am Tag, 20 oder 80 bis 200 Mal am Tag. Also wirklich der Hammer, oder? Ja, genau. Und da interessiert mich wirklich die Grenze. Wo ist es gut, ein Geheimnis zu haben? Ich halte auch nichts davon, zum Beispiel eben in der Paarbeziehung, alles offen darzulegen und sich vielleicht auch mit allem, was,
was man an Geheimnissen und Gedanken und sonst wie im Kopf hat, sofort dem anderen überzustülpen, sich wie abzugeben beim anderen. Hier, da hast du, mach was damit. Oder mit einem, wie so mit einer kindlichen Haltung hinzugehen zum Partner. Oh, ich habe was angestellt. Also ich finde, das ist so, ab wann ist es erwachsen, auch zu schweigen? Und ab wann ist es zerstörerisch? Das finde ich spannend. Das ist für mich so ein fließender Übergang, wo ich nie 100% sagen könnte, so oder so ist es. Also in meiner Perspektive ist es ja auch nicht eine 100% Geschichte. Mhm. Weil das kann sich ja in mir ändern, dass ich, wenn irgendetwas ist, was ich in mir trage, das kann sein, dass das ein Geheimnis ist. Es kann aber auch sein, dass das eine innere Entwicklung ist. Ja. Oder manchmal sehe ich in den Kursen, wenn die Leute etwas erarbeitet haben beim Üben, dann geben wir ihnen häufiger mal den Hinweis, nicht den Ratschlag, sondern einfach den Hinweis darauf, dass es gut sein kann, das muss man dann selbst wahrnehmen, aber dass es auch gut sein kann, nicht gleich nach Hause zu gehen und das zu teilen. Ja, absolut. Weil sonst die innere Energie, die ganz, ganz dann bei einem selbst ist und in dem Moment ja sehr kraftvoll, weil die sonst gefährdet ist, so wie wegzufließen. Mhm. Und dann kann es aber sein, dass wenn sich das gesetzt hat, wenn das quasi in den Zellen angekommen ist als neue Erfahrung, dass es dann total kraftvoll ist, das zu teilen. Mhm. Genau, das kann das ich Feld sehr dann aufzumachen. Mhm, das verstehe ich auch bei zum Beispiel, ich habe gerade nochmal an diesen Film gedacht, Das perfekte Geheimnis, wo einer dieser Freunde, die schon seit 5 Jahren, seit der Kindheit, seit sie 5 Jahre alt sind, befreundet sind, sich nicht getraut hat, sich zu outen als homosexueller Mann. Und entsprechend ist das ja ein Prozess. Das ist ja nicht so, ich wache ja nicht auf und sage, aha, ich liebe Männer, sondern es ist ein Prozess. Und sich dann lange vielleicht auch da zu verschließen und das für sich erstmal zu halten und auszuhalten und der Moment, wann es dann soweit ist, nach außen zu gehen, der ist ja bei jedem unterschiedlich und es braucht diese Reifezeit sozusagen. Mhm. Mhm. Und dennoch waren die Freunde teilweise enttäuscht, entsetzt sogar und fühlten sich verraten von dem anderen, weil er diese so wichtige Wahrheit nicht geteilt hat oder erst spät, sagen wir es so. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Mhm. Also wie weit vertraue ich mir, damit ich meinem Gegenüber vertrauen kann? Das hat ja immer etwas mit uns selbst zu tun. Ja. Das ist, finde ich, ziemlich unpersönlich. Das hat nicht mit dem Gegenüber zu tun, sondern das hat mit mir zu tun, ob ich mir selbst traue und mich so weit getraue, das in die Welt zu bringen. Oder das hat mit diesem inneren Prozess zu tun. Und wenn es das Gegenüber dann persönlich nimmt, dann kommt diese Geschichte, du hast mir misstraut. Du hast das nicht offengelegt. Genau, dann kommen ja Vorwürfe von dem anderen. Und da wäre zum Beispiel interessant, was würdest du Kommunikationsprofi, die du nun mal bist, was würdest du sagen, wie kann dieser Mensch dann gut reagieren oder klug oder für sich kraftvoll reagieren, dass er da nicht untergeht, sozusagen? Genau, dass er das nicht zu sich nimmt und ein schlechtes Gewissen bekommt, oder? Ja. Oder sich schuldig fühlt. Das ist ja das, was wir machen und dann entschuldigen wir uns für etwas, was ja ganz ein eigenes Inneres war. Mhm. So. Und ich bleibe einfach bei diesem Beispiel, nicht? Ja. Da könnte ein Mensch, der das dann offenlegt, ich würde nicht mal sagen preisgeben, das ist ja dann immer so, ich gebe jetzt was, aber mit Mühe, sondern
kann es so sein, dass man es offen legt, also dass man von sich aus diese Bewegung der Öffnung macht und sagt, schau mal, ich mache hier mein Fenster auf und zeige dir das von mir. Ja. Was mir sehr wertvoll ist und was ich annehme, dass ich es schützen muss. Mhm. Aus was für Gründen auch immer. Mhm. Das ist mal die eine Bewegung von der Person, die das aufmacht. Mhm. Und wenn die anderen entsetzt sind oder irritiert sind oder sagen, ich bin verletzt. Mhm. Oder wenn man verletzt ist, dann gibt man ja die Verantwortung für das eigene Befinden der anderen Person. Und das ist ja, das geht nicht, weil die Reaktion ist immer meine. Die Reaktion, ja, absolut. Also was ich da, genau, was ich da gezeigt habe. Immer bei mir, oder? Ja, ja. Und dann, wer für diejenige Person, die das öffnet, wäre eine Variante zu schauen, was habe ich jetzt für Gefühle, wenn die Menschen so reagieren. Mhm. Und dann kann man sagen, das macht mich total traurig, dass du das so wahrnimmst. Mhm. Bedürfnis. Mich würde so freuen, wenn du das nicht persönlich nehmen würdest, sondern sehen würdest, dass ich da einen Prozess durchmachen musste, um das überhaupt rausgeben zu können. Mhm. Und dann ist die Frage ans Gegenüber, wie ist das für dich, wenn ich das so sehe, wenn das so ankommt bei mir? Und dann bist du sofort im Gespräch. Mhm. Im besten Fall. Dann gehst du, das ist bei jedem Geheimnis so, wenn man das auftut. Mhm. Und das ist egal, ob das klein oder groß ist. Das ist bei jedem Geheimnis so, dass, und du kennst ich sage jetzt das nicht, diese ganz kleinen. Genau. Oder ja. das kennen wir vom Alltag, weil es zum Beispiel den Leuten zu mühsam ist, jetzt das aufzumachen. Oder weil sie zu müde sind, oder weil sie zu gestresst sind, oder weil sie lieber das Thema vermeiden, oder egal. Naja, klar. Es ist dann einfach gerade. Es kann ganz klein und lächerlich sein, aber kann sein, dass ich da auch das dann irgendwann aufmache. Und dann ist das genau dieselbe Haltung. Mhm. Und wenn ich dabei bleibe, dass das in meiner Entscheidung ist, was ich teile und was nicht, dann kann ich das einfach öffnen. Wenn ich annehme, dass das Gegenüber und hier sind wir wieder bei einer Grenze, wenn ich annehme, dass das Gegenüber ein Recht drauf hat, dann wird es heikel. Oder? Ja, zum Beispiel jetzt, ich bin ja Paartherapeutin und da ist es dann ja oft das Thema Fremdgehen. Und wenn das sich jetzt wirklich so eine Affäre zu einer Liebesbeziehung auswächst zum Beispiel und irgendwo auch so ein Moment verpasst wurde, das zu sagen, das wäre ja so eine ganz heikle Situation, wo jetzt jemand entscheidet, sage ich es oder sage ich es nicht, weil am Anfang ist es vielleicht ein Prozess für mich selbst, ein bisschen Freiheit und ein bisschen Flirt und Feuer und sowas. Und es hat gar nicht so viel, das ist ja oft auch so, es hat vielleicht auch tatsächlich wenig mit der Beziehung gerade zu tun und es ist wirklich ein eigener Prozess, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber irgendwann kommt der Moment dann, wo es dann doch... Ja, gar das ist die Frage. Das ist so der Schnittpunkt. Mhm. Die Schnittstelle, wann gefährdet es denn die Beziehung? Also wann wird es zerstörerisch? Genau. Und man weiß es ja nie, man weiß es erst nachher. Genau. Oder? Man weiß es erst nachher, wenn die andere Person dann, wenn das Gegenüber dann kommt und sagt, ich kann dir das nie verzeihen und annimmt, dass Verzeihen etwas ist fürs Gegenüber, naja. Obwohl es ja etwas ist für einen selbst, Dann sind wir schon einen Schritt weiter. Ne? Wir stehen ja noch an dieser Grenze. Genau. Dann sage ich es. Mhm. Dann ist so die Frage, ich hätte es doch nicht sagen sollen. Aber was passiert denn mit dem eigenen Körpersystem, wenn ich dauernd mit diesem Geheimnis rumlaufe?
das ist bekannt, dass wenn ich dauernd mit einem belastenden Geheimnis rumlaufe, also wenn es wirklich ein ausgewachsenes Geheimnis ist, und sonst ist es ja einfach etwas, was ich nicht sage, was mir zusteht, wenn es ein ausgewachsenes Geheimnis ist, dann belastet das mein Körpersystem und kann mich krank machen. Und das ist ja auch so eine Grenze. Das eine ist dieses, ich habe da durchaus mal, nehmen wir an, es war jetzt ein One-Night-Stand auf einer Betriebsfeier, Klassiker, und hatte nichts weiter Emotionales zu tun, sondern es war einfach eine körperliche, freudvolle Begegnung. Und das ist für manche sogar selbstverständlich, dass es einem zusteht, und das ist gar kein zermürbendes Geheimnis, sondern es ist irgendwie für diese Person jetzt klar, das darf ich. Und dann kann es dann trotzdem zermürben, oder ist es einfach klar, das behalte ich in mir? Das kommt drauf an, was die Abmachungen sind in der Beziehung, finde ich. Ja, ja, das wie, ist klar. Wie löst du das systemisch? Systemisch ist es vor allem dann relevant, wenn ein Kind entsteht, dann ist das Fremdgehen, dann spielt systemisch, also auf der wirklich systemischen Ebene spielt es eine Rolle, wenn ein neues System erwächst. Sprich, wenn aus dieser Beziehung ein Kind entsteht, dann ist es auf der tiefen Ebene ganz klar und extrem notwendig und auch zerstörerisch für das bestehende System. Und es muss ausgesprochen werden. Unabhängig davon, ob das Kind abgetrieben wird oder ausgetragen wird oder. Das ist aber auch, da sind wir aber auch auf einer Ebene, wo fast alle sofort sagen würden, ja, unbedingt sagen. Und alles, was davor liegt, kann systemisch relevant sein, wenn die Person sich wirklich auch verliebt hat und wirklich nicht mehr da ist, so innerlich, emotional nicht mehr greifbar ist. Dann spüren Kinder, da ist die Mama oder der Papa, eigentlich ist der oder die gar nicht da. Ja. Und sie beginnen sich manchmal eben mit dem Geliebten oder der Geliebten zu identifizieren, und das führt auch zu seltsamen Dingen. Also es kommt dann plötzlich raus, dass sich jemand nicht traut, eine Beziehung zu haben, weil der Vater mit der Geliebten so und so umgegangen ist. Also es gibt dann Verstrickungen, die kann man sich gar nicht mehr so richtig erklären, aber die sind systemisch relevant. Und deswegen würde ich auch denken, immer bei solchen Geschichten hinschauen vielleicht sogar auch und sagen, was ist denn auf der systemischen Ebene, wenn ich diesen anderen dazu nehme, da kann man sofort sehen, ob es relevant ist oder nicht. Und das weiß ich vorher auch nicht. Das sehe ich dann in der Beratung. Dann kommt der Geliebte oder die Geliebte oder die 500 Geliebten dazu und plötzlich merkt man, ach, das betrifft aber unsere Beziehung hier als Paar und so gar nicht, dann ist es auch gut. Und dann ist es tatsächlich eine charakterbildende Maßnahme, es nicht dem Partner überzustülpen, weil man es gerade nicht so richtig gut aushält, dass man dieses Geheimnis hat. Sehr interessant, nicht? Also diese beiden Seiten. Ja. Ich finde, das zeigt so ganz deutlich, dass es immer wieder darauf ankommt, wie geht's dir? Also mir, dir, Manuela, und dir da draußen, falls du gerade ein Geheimnis hast, bei dem du nicht weißt, ob du sagen sollst oder nicht. Also, wie geht's dir da? Und wie groß ist der Druck? Also ich finde immer, es hat ganz viel damit zu tun, wie groß ist der Druck? Ja, absolut. Auch mit dem, was habe ich denn, was erlaube ich mir denn, was ist denn für mich wirklich auch, wo ist denn da mein Wert von Wahrheit und Beziehung auch getroffen, und wo ist mein Wert eigentlich total entspannt damit, dass ich 5 andere Männer noch habe und mein Mann weiß nichts davon, als Beispiel, weil es vielleicht bei meiner Mutter schon so war und ich das als ganz normal erachte. Das ist sehr witzig, nicht? Da sind wir wieder bei diesen Grundwerten, nicht? Genau. Und dann ist die Frage, wenn du 5 Männer hast, ob dein Hauptmann, ich sag's jetzt mal so, das gerne hat, wenn du noch 5 Männer hast, und ob der auch so ein System hat. Genau, darüber reden wir ja nicht, ne? Sondern jetzt geht es ja eher darum, dass er das nicht weiß. Wenn das so eine Absprache ist, ich 5, er 10, dann ist ja alles gut. Also dann
ist es nochmal spannend zu sehen, wie das funktioniert und so weiter. Das hat dann natürlich. Das ist ja ein ganz anderes Feld. Ganz anderes Feld. Es geht ja eher darum, dass ich diese 5 Männer hätte, theoretisch, und mein Mann weiß nichts davon. Was ich mir zum Beispiel nicht vorstellen kann, dass er das nicht weiß. Das ist ja auch immer sowas. Das spürt der andere auch sehr oft, das Geheimnis. Man denkt dann, ich habe es auch oft erlebt, wenn dann Paare da sitzen und es endlich aussprechen können, dass der andere sagt, naja, das wusste ich habe es geahnt. Ja, ja, das, ich glaube, das ist wirklich sehr häufig. Dass da irgend, und es muss nicht mal eine Geliebte oder ein Geliebter sein, sondern sonst irgendwas, was dann da nicht ist. Genau. Jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Wir haben gesagt, gell, eine halbe Stunde. Ja, das ist schon strapaziert, die halbe Stunde. Und wir sind so dran am ein bisschen rausfinden, ob dann irgendwas folgt auf das hin. Das hier ist jetzt einfach ein kleines Weihnachts-Special, was wir gemacht haben. Aus Freude an uns beiden und euch teilhaben lassen. Das an war dem Thema auch Freude. Freude am Thema und mal da reinspringen und mal schauen, was dabei rauskommt. Genau. Wir machen das vielleicht häufiger, vielleicht war es jetzt einfach ein Weihnachtsspecial. Wir freuen uns auf euer Feedback. Das ist natürlich ganz wichtig. Wenn es für euch interessant und hilfreich ist, dann sind wir gerne bereit, das weiterzumachen und freuen uns, was ihr überhaupt dazu zu sagen habt. Ansonsten denke ich, war es das für heute. Und wenn jemand von euch ein Thema hat, was so, wo ihr so drauf sitzt, auf diesem Geheimnis, dann wisst ihr ja auch, wo ihr uns findet, jeweils einzeln, um euch da Unterstützung zu holen. Genau. Und geht zu Manuela aufstellen, um zu schauen, ob das relevant ist oder nicht. Zum Beispiel. Und wenn es relevant ist, geht ihr zu Renate. Ja, ganz genau. Wenn es relevant ist, dann geht ihr zu mir und schaut, wie ihr das sagen könnt. Genau. Okay, gut. Manuela, ich danke dir und ich danke euch dir da draußen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, genau. Tschüss.